Hey! Hallo! Hi! Da sind wir. Und zwar, wer sind wir denn? Alvin? Hallo! Wir sind Dennis? Hallo! Sophia? Oh ja! Yeah. Und Gino? Hallo! Wir spielen heute Pokémon Tekken oder Pokken, wie das auch in Fachkreisen, also von uns vielen genannt wird. Ich glaube, das heißt in jedem Land irgendwie anders. Das ist irgendwie tatsächlich anders. Aber uns heißt, glaube ich, Pokémon Tekken, oder? Kann das genau, weil Pocken so ein Wort ist wie Windpocken, was ja, vielleicht nicht unbedingt mit so einem positiven Gefühl verbindet. Aber ich glaube, in Japan heißt es Pocken ausgesprochen. Pocken Tournament heißt es, glaube ich, in Japan. Und bei uns ja. Pokémon Tekken. Was okay. Halt auch irgendwie dumm klingt. Aber also, ja, genau. Es ist quasi so eine Verbindung aus Tekken und Pokémon, wie man sich vom Namen her auch schließen kann. seit letztem Jahr ist es tatsächlich draußen, und zwar in Japan, in den Arcade-Automaten. Und seit März jetzt auch bei uns erhältlich. Und wir sind mal hier zu viert und würde ich mal sagen, probieren wir was aus, was das Spiel mal so zu bieten hat. Seid ihr heiß, Leute? Habt ihr Bock? Ich bin auf jeden Fall heiß. Okay. Ja, ist ja schön. Ja, ich bin absoluter. Du bist Experte, kein Plan von nix. Ist, ne? Ich weiß nicht. Du bist Experte. Guck mal. Aber habt ihr das Pokémon schon mal gespielt? Ist das so von der Steuerung ähnlich wie Tekken schon? Gino hat gesagt, er hat es durchgespielt. Ich habe es nicht durchgespielt. Doch, aber das ist tatsächlich, ist es komplizierter, als man am Anfang vermuten mag. Also man hat haben die Sound? Ja, ihr hört Sound wahrscheinlich, ne? Ihr gerade nicht so. Das Intro, guck mal, das ist auf jeden Fall das schönste Pokémon-Spiel, glaube ich, was es gibt, oder? Das kann man sagen. Es wäre halt so cool, wenn sie die Mechanik auch mal in die normalen Spiele übertragen, wenn das so halt aktiv kämpfen könntest, anstatt dieses doch sehr langweilige, rundenbasierte. Ach, das ist nicht wie Tekken? Das ist schon wie Tekken, aber wenn so das normale Pokémon-Spiel wäre. Genau, wenn du im normalen Pokémon-Rollenspiel aber dann so kämpfen würdest wie in dem Spiel, nur mit allen Pokémon, das wäre halt cooler. Oder spannender. Ach so, wie Final Fantasy heutzutage auch mehr in Echtzeit geht und früher mehr rundenbasiert war, oder was? Ja, genau. Ah, okay. Wobei halt das Rundenbasierte von Pokémon doch um einiges schlichter ist, als es damals bei Final Fantasy war und dadurch halt auch ein bisschen langweiliger. Also mit der Zeit. Ja, doch, komm. Ja, also mit der Zeit ist es langweilig. Bei Final Fantasy hattest du früher immer noch, dass halt die Reihenfolge, wann wer angreifen konnte, sich während des Kampfes halt noch ändern konnte. Das hast du bei Pokémon ja eigentlich fast nie. Also so wie die Grundwerte, so wie du in den Kampf gehst, so beendest du ihn normalerweise auch. Hast du Pokémon gespielt mal? Nee, gar nicht. Also ich weiß, dass Pokémon auch diese Gameboy-Spiele, ich habe sie zu Hause, weil die so schön bunt sind, die Cartridges, und die wunderschön finde. Aber ich habe nie, das irgendwie war ich so vom Jahrgang her ganz knapp vorbeigeschreddert an Pokémon. Ja, ich habe nur so Dragon Ball und so mitgenommen, aber Pokémon war dann schon, glaube ich, nee, kenne ich gar nicht. Ich kenne nur Pikachu. Ja, das Ding kann man ja auch hier spielen. Ja, aber ich weiß auch nur, wie der heißt. Aber mehr weiß ich nicht aus diesem Universum der Pokémons. Ja, also man kann hier 16 Pokémon spielen, plus 2 nochmal freischalten. Okay. Und da gibt es noch mehrere kleine Helferlein-Pokémon, die einem quasi während des Kampfes helfen. Also gibt's hier haben wir irgendwie hunderte Pokémons in echt oder so? Ja, gibt es aber. 700-800 irgendwie so, ne? Aber man kann hier halt 16 spielen quasi. Wobei die Auswahl von denen, das hatten wir gerade eben auch schon, zumindest Gino und ich, halt irgendwie seltsam ist. Also bei vielen, bei den meisten, die man auch vorab in den ganzen Promos gesehen hat, macht Sinn, weil das sind halt wirklich Kämpfer. So, keine Ahnung, Drachen oder auch wirklich Kämpfertypen hier. Man hat den einen gerade im Intro gesehen, Machomai. Die halt wirklich nach Kämpfern aussehen, die für so ein Kampfspiel geeignet sind, und andere, vor allem so neuere, da macht es überhaupt keinen Sinn. Das sind irgendwelche Geister, die noch nicht mal Arme und Beine haben. Es könnte DLC vielleicht sein, oder? Das ist im Laufe der Monate, kann das sein? Ja, an sich ist das Spiel perfekt für DLC, um halt im Laufe der Zeit immer mehr Sachen freizuschalten. Ja, nehmen wir doch. Es gibt hier so die Ligen, wo man halt quasi Story durchspielen kann. Hier meine Stadt ist quasi Home, also Einstellung, Einspielerkampf logischerweise, Training, ist alles selbsterklärend und online. Also man kann da halt auch online gegeneinander spielen. Und wir spielen mal lokaler Kampf, würde ich mal sagen. Okay, und man kann immer nur 1 gegen 1? Man kann nur 1 gegen 1. Ah, okay. Genau. Warum sind wir zu viert? Um ein paar Mal durchzuwechseln. Ja, ich glaube auch. Ah, okay. Okay. Würde ich mal sagen. Also, 2 Runden Kampfzeit ist mal 80, oder? Wollen wir mal? Nee, mach unendlich. Unendlich? Unendlich? Okay, was? Unendlich. Ja, man kämpft doch immer. Das heißt, wer zuerst dann verliert quasi. Ja. Hier haben wir dann. Okay. Ja, mit diesen Regeln kämpfen, würde ich mal sagen. Okay. Und da haben wir dann die 16 zur Auswahl. Ich bin Spieler 2. Du bist nichts, oder? Kommst du erst nach mir dran? Wahrscheinlich, ha? Wer spielt jetzt als Dennis wählt gerade aus als Spieler 2.
Ich wüsste gar nicht, warum ich jetzt nicht da zu sehen bin. Da sind Tierchen, die ich noch nie gesehen habe. Also man kann ja von oben nach unten, also Pikachu kennt man auf jeden Fall. Was sind das denn für komische Poké? Ja, Pikachu sieht okay aus, aber was sind das teilweise für komische... Gengar, in der Mitte kennt man Glurak unten, ne? Machomai kennt man auch. Ich habe keine Ahnung. Wir haben drei verschiedene Kampfarten. Wir haben einmal Kraft, wie man unten rechts sieht. Da haben wir Pokémon, die halt sehr stark sind, dafür halt ein bisschen langsamer. Wir haben Standard, das sind so Allrounder. Und wir haben genau sowas, verschiedene Tempo und auch sowas wie Technik. Wie heißt die? Suizine? Ach nee. Suikun. Ach so, okay. Das ist ein legendäres. Okay, ihr hättet gerne eine Spezialattacke gesehen. So, ich nehme hier diesen Drachen mit den 6 Brüsten auf dem Rücken. Zack. Aha. Ach so, ich muss. Okay. Ich will Pikachu mal zuerst. Ach, du musst jetzt auf dem Bildschirm in deiner Hand? Genau. Okay. Genau, aber ich kämpfe natürlich hier. Und da kannst du deine 2 Helferlein-Pokémon auswählen. Ah, ja. Das heißt, wenn du deine gewisse Leiste voll gemacht hast, dann kannst du die Taste drücken, L, glaube ich. Und diese Taste bringt dir dann quasi ein Pokémon, das entweder den Gegner entweder behindert oder deine KP auffüllt oder sowas in der Art. KP. Also sowas wie, drück einfach mal. Achso, Kampfsternauswahl random, oder? Aber lass einmal durchgucken kurz. Okay. Hier, wir haben hier Stadion, wir haben hier einen Zebrastreifen, wir haben hier eine kleine europäische alte Stadt, genau. Hier haben wir ein Festival, Final Fantasy Stadt, würde ich sagen, so sehen die nämlich da mal aus. Ja. Das ist tatsächlich, man muss ja sagen, es ist tatsächlich das schönste Pokémon-Spiel, oder? In so einer Form hat man Pokémon ja noch nie gesehen, dieses 3D und so schön. Nee, Stadium sah ja gut, aber das letzte große 3D-Pokémon ist ja auch schon ein bisschen was her. Das war, glaube ich, Stadium 2 auf N64. Nee, Stadium, die hießen Colosseum auf GameCube, stimmt. Die hatten ja sogar eine Story. Ja, wo ich mich damals so gefreut habe, endlich in 3D, mit Story, aber die war ja doch eher, Also, können wir kurz die Steuerung durchgehen? Ja, kleines Agro-Tierchen, guck. Und zwar kann natürlich entweder hier Digipad oder analog. Du kannst erstmal auswählen, welches von den beiden, du hast die beiden im Team, welches dein Helfer-Pokémon sein soll. Ja, dir läuft die Zeit ab, ja. Ja, gut, ich habe jetzt auch Evoli als Helfer. Ach so, tatsächlich. Der zweite spielt tatsächlich nur hier Jetzt auf das Pad gucken. Okay, also wir haben hier B, springt man. Man hat Y, das ist dann quasi so ein Verfolger. Oh, sorry, ich habe mein Ultra gestartet. Ne, Verfolgerangriff. Ne, beziehungsweise Y. Y, okay. Macht ihr sowas? Okay. Bei X ist dann quasi Fernattacke. Also das oben ist X, Fernattacke. Aha. Genau, und A ist Verfolgerangriff. Das heißt, wenn du A drückst, dann verfolgt der Angriff den Gegner, mehr oder weniger. Ah, okay. Also rechts. Okay, du hast mich jetzt schon halb tot gemacht hier in diesem Tutorial. Echt? Ja. Nein. Ja, genau. Und dann kann man so eine Leiste auffüllen. Oh. Das ist dein Helfer, also genau quasi das activated. Ja, krass wie der ist, oder? Super krass. Okay. Ja, und dann kann man natürlich halt die Kombos machen. Das heißt, dreimal hintereinander A zum Beispiel oder Y. Also tatsächlich ist es, man kann da richtig viele Stances hier auch eingehen. Man kann auch mit B und Y gleichzeitig ist Wurf, ein Wurf, wenn man direkt davor steht. Und B mit und Y. Ja, also wie bei Tekken quasi, das wäre dann. Sehr gut. Da hast du den Block. Und bei A und X ist dann quasi so ein Block mit Konterangriff. Genau, und was man auch noch machen kann, das hat man jetzt ein paar Mal am Rand gesehen, diesen Phasenwechsel, das bedeutet, dass man quasi von einer 3D-Arena in eine 2D-Arena wechselt. Genau. Was? Also jetzt bist du ja in einer dreidimensionalen Arena, wo die Kamera so ein bisschen schräg von der Seite guckt. Genau. Und bei diesem Phasenwechsel bist du dann wie bei normal Tekken, guckst du frontal drauf, und die sind rechts und links, die Kämpfer. Aber das hatten wir gerade nicht an, oder? Das habe ich jetzt nicht. Das ist automatisch immer. Das ist aber so flüssig. Das heißt, es geht immer von der einen Phase zur anderen Phase. Und immer wenn man wechselt, dann kann man sich, muss eins auswählen wieder? Oh, sorry. Immer wenn man wechselt, dann füllt sich diese Leiste auf, mit der man dann quasi die Mega-Aktivierung mit L und R gleichzeitig starten kann. Okay, los geht's hier. Woo! Button-Mashen galore, bam! Krass. Phasenwechsel, jetzt sind wir an der 2D-Phase. Okay, nur bei dir. Ach so, bei mir war das okay. Ach so, okay, dann habe ich es auch nicht so richtig gemacht. Muss man für einen Phasenwechsel einen Knopf drücken? Nee, das ist automatisch immer. Was sind denn diese runden Dinger, die man da so einsammeln kann? Da die Bunten? Ich glaube, das ist deine Energie. Füllen deine
Oh, das war sehr gut gerade von mir. Die füllen deine Leiste da auf, die du unten da, wo, siehst. Da siehst du, bist voll am Limit. Ah ja, klar doch. Und was mache ich mit meinem Limit so? Du kannst die Leiste quasi als diese zur Mega-Entwicklung. Phasenwechsel! Oh. Robbe! Bam! Ach, mit R kann man übrigens blocken. Ja, nice. So, haben bei mir ist Poker, jetzt es wird gefragt, ob die Pokémon-Typen auch wirklich die Auswirkungen haben, wie sie es im Spiel haben, also dass man Vorteile hat. Ich meine nicht, sonst wäre es ja tatsächlich unvorteilhaft, wenn du halt Pikachu hast und dann Wasser-Pokémon. Mhm. Das ist tatsächlich dann nur ein, also wie Tekken, also ganz normal Kampf. Ja, du kannst ja hier auch die Attacken nicht irgendwie wechseln oder so. Sophia, möchtest du? Ja. 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 Ich habe jetzt natürlich naiverweise gedacht, dass wir zu zweit halt auf dem Screen spielen und nicht, dass einer hier spielt. Ach so, okay, alles klar. So. Hm. Ja. Ach so, ich muss ja natürlich hier schauen. Ja, das habe ich gerade auch. Gengar. Also meine Strategie früher bei Pokémon war ja, Glurak auf Level 50 gleich am Anfang bringen und dann einfach alles runtermetzeln. Ja, ja, leveln kann man ja leider nicht, das wäre eigentlich auch ganz cool. Ja. Ja, aber unfair, oder? Wenn du gegen einen Kumpel spielen willst und du bist Level 8000 und er kommt zum ersten Mal rein. So. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob es, ich meine so online, das wäre ja, so verschiedene Levelmöglichkeiten, ich weiß es gar nicht. Leveln ist immer gut, aber ich glaube, bei so Brawl-Spielern war es schwierig umzusetzen. Ja. Da wird es ja immer gleiche Chancen für alle haben. Hast du was ausgesucht? Random. Ah, okay. Na gut. Und das Kampfsystem ist tatsächlich, also Button-Mashing funktioniert wahrscheinlich, aber es ist tatsächlich komplizierter, wenn man sich mal das Tutorial anguckt. Schultertasten auch, also gelten ja, auch. Ja, rechts ist Blocken. Ja. Und links ist dieses Pokémon auswählen. Ja, okay. Also rechts ist. Auch. Und kann ich Pokémon switchen? Also nee. Wie bei Tekken? Nee, das ist nur dann Helfer-Pokémon. Okay. Und L und R gleichzeitig ist, wenn man diese Mega-Entwicklung durchführt. Ultimate, genau. Such mal eins von den beiden aus. Tierchen? Das hier? Nein, ich will Lapras. Okay, ich kann nicht Lapras aussuchen. Okay, doch. Genau, und... Ja, probier's doch mal hier aus. Oh, ich sehe aus, als wäre ich viel zu fett, um irgendwas zu machen. Da ist wer bist du denn? Bist du der Drache, Sophia? Ja. Okay, Alter, Alvin, was geht da? Alvin, hör auf damit. Das sieht nur cool aus, ne? Ja. Aber das ist halt wirklich... Boah, draußen schneit's. Nein. Nicht mal oben. Oh, Alter. Aber also man kann Luftattacken machen, Fernattacken, man kann die Verfolgerattacken machen, man kann blocken und diesen Block... Ja, auswählen. Oh Gott, meine Rechts-Links-Schwäche hat wieder zugeschlagen. Nee, ihr habt falsch gesagt. Rechts ist blocken, nicht links. Oh, genau, er ist blocken und links ist Pokémon auswählen. Oh, ich bin ein gutes Pokémon. Ja, das natürlich. Und danke, Glurak. Oh, verzeihung. Mhm. Glurak ist schon das geilste Pokémon, das es gibt. Genau. Man kann drauf fliegen, es ist ziemlich fett und lustig. Ja. Vor allem kann es fliegen und Feuer speien. Achso, ich musste irgendwas drücken. Das habe ich nicht gemerkt, natürlich. Nach einer Runde kommt dann hier diese Dame, die uns da gerade erschienen ist und motiviert uns. Und Motivation kann heißen, dass von einem einen Helfer-Pokémon zum Beispiel Leiste voll ist. Das heißt, man kann es gleich am Anfang auswählen. Oder die kann auch deine KP, glaube ich, ein bisschen erhöhen. Alter. Je nachdem, wie du vorher gespielt hast. Limit, hier seid beide am Limit. Ja, wenn wir wüssten, wie das aktivieren. L und R gleichzeitig. Alles drin. Und jetzt nochmal L und R gleichzeitig, ist die Mega-Attacke. Mhm. Ah, okay. Alter, mega. Also du müsstest jetzt die Mega-Attacke ausführen können, so wie jetzt. Boah. blocken. Guck mal. Und da, bam. Wieso sind die Pokémon immer so aggro? Ich mach's jetzt nicht. Ja, die sind halt darauf gezüchtet zu kämpfen. Echt? Ist das so wie mit Illegalen oder was? In diesem Spiel ist es ja so, dass man ein Gerät entwickelt hat, womit man sich in sein Pokémon... Alter, hast du trotzdem noch gewonnen? In sein Pokémon versetzen kann. Das heißt, im Endeffekt steuert man selbst, ist man selbst das Pokémon. Aha, das ich finde das voll cool, wenn ich in so, wie mit dieser HTC Virtual Reality Brille in so einem Raum wäre und ich kann mein Pokémon wirklich selber steuern, dass ich auch wirklich so Alvin schlagen könnte, virtuell. Versteht sich. Muss ich jetzt meinen Titel verteidigen oder muss ich weitergeben? Ich glaube, ich müsste jetzt gegen Dennis oder Loser Bracket. Loser Bracket. Okay. Loser Bracket. Um Platz 3. Okay. Ach so, ich bin Loser. Okay. Dann gehe ich jetzt mal. Der hat mir nicht so viel. Ach, dann nehme ich ja, man muss ich auch natürlich auch sagen, dass Tekken ungefähr mein Spiel ist, ein bisschen.
Okay, aber ich kann ja jetzt auch auf den Bildschirm gucken, oder? Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit hier gucken. Die ganze Zeit? Ja. Man kann das aber auch heller machen, wenn du möchtest. Ja, das wäre schon ganz nice. Also, aber nee, komm, lass. Ja? Machen wir gleich. Okay, ich suche noch eine Sekunde, sorry. Ich muss jetzt hier, aber ich nehme mich um. Ja, ich nehme Molga und. Wie heißt die? Fix. Das ist tatsächlich so. Guck mal, nach verlorener Runde winken. Resonanzleisten werden voll. Oh, sorry, egal. Macht mich, das ist doch egal. Also, die Arenen haben ja irgendwie hier keinerlei Einfluss. So, ich bin diese fliegende. Aber du bist auch Kraft. Das Ding ist Kraft. Geist-Pokémon, ne? Ich glaube aus der zweiten Generation. Ich glaube, nee, das ist nicht aus der zweiten. Sicher? Das kenne ich nicht. Nee, das kann nicht aus der zweiten sein. Aber den kann. Die zweite ist Gold und Silber. Ja, genau. Das ist viel später gekommen. Ja, echt? Ich würde sagen, das ist einer der beiden letzten. Woher kenne ich den dann? Ich wird gefragt, was ist, wenn Glurak im Spiel ein Mädchen ist? Spielt das denn eine Rolle, solange er gut draufhauen kann? Oh shit. Also man kann am Anfang Mädchen und Junge auswählen, aber kann das man? Ist egal. Ja, das ist ja eigentlich wie funktioniert egal, dieser Phasenwechsel? Warum können wir hier auf dem Bildschirm keinen Phasenwechsel machen? Kann man, das ist automatisch. Zum Beispiel nach jedem Wurf, jetzt zum Beispiel. Ja, aber das ist doch kein Phasenwechsel jetzt. Bam, Alter. Oh, schön. Hör mal auf zu brennen. Ich habe nur gerade überlegt, weil wenn du zum Beispiel in der Schlägerei vor der Disco bist, jetzt, ja, zum Beispiel. Und du echt Hilfe brauchst, aha, okay, ist ja im Prinzip egal, ob du von einem Mädchen oder von einem Kerl verteidigt wirst oder du nicht aufs Maul kriegst. Und das ist bei Pokémon doch auch. Das hast du sehr gut gemacht. Alter, Glurak ist ja mal mega imbar. Glurak? Du hast ja gerade richtig geworden. Ja, vielleicht habe ich das aber nicht drauf. Was? Nee, mir ist das gerade schon aufgefallen, dass jedes Mal, wenn mich Sophia getroffen hat, das war vollkommen egal, wie oft ich draufhaue. Glurak war Kraft, ne? Ist stärker, ja, der ist Kraft, ja, aber richtig Kraft. Auch richtig. Dafür ist er aber ein bisschen langsamer. Ja, der ist ein bisschen langsamer, stimmt schon, aber. Guap, da kommt mein Buddy, der kleine Terry ab, zack. Und Laserstrahl, Alter, hier ab. Oh, Glurakino. Guap. Wii U, ja, ja, klar, das ist Wii U. Leider. Wieso leider? Seid ihr Fans der Wii U? Also gibt es Fans der Wii U? Oh, ich will. Nee, nicht mehr. Alter. Alter, okay, jetzt lose ich wieder voll ab. Alter, geht's noch. Kannst du mal aufhören, hier zu krass zu sein? Jo! Oh, geht's noch mal, LR. Hast du gemacht, ne? Ja. Nix, ich hab gerade gesprungen, Alter! Shadow Glurak. Limitschlag ist verbraucht schon. Oh, come on, ey. Wir sind jetzt in einer anderen Dimension. Puh, knapp. Das ist die Mega-Entwicklung. Einige Pokémon haben ja die Mega-Entwicklung. Seit den letzten, glaube ich, zwei Teilen. Heißt, ist das die Vokabel wirklich die Mega-Entwicklung? Ja. Das ist korrekt, ja. Das ist ja krasse Deutschhop. Ich finde das doof. So, ich habe nichts gedrückt. Ja, jetzt müssen die Gewinner ausloten, wer Gewinner ist. Wer Gewinner ist, ja. Okay. Wer willst du mit dem Pad oder mit dem Pad? Ich kann ruhig mit dem hier machen. So, und aber Dennis und ich beantworten mal den Chat. So, oder was? Ja. Du könntest ranziehen hier. Oh, es gibt ein paar Wii U-Fans. Ja, das freut uns doch für die Wii U. Ja, nee, ernsthaft. Also, die Wii U ist echt ein bisschen schade. Also, irgendwie hat Nintendo nie das Potenzial von dem Ding halt ausgeschöpft. Und jetzt ist sie auch schon auf dem Abstellgleis mit Nintendo NX, was ja wahrscheinlich schon auf der E3 angekündigt nachdem wird. Nachdem jetzt nicht geleakt, aber die Gerüchte sagen ja, dass das neue Zelda ja auf beiden Konsolen erscheinen soll, dann habe ich überhaupt fast keinen Grund mehr jetzt. Auf welche? Ja, was ich mir wünschen würde tatsächlich. Nebelreiter sagt, dass die Wii U geil ist, wenn man Bock auf die Exklusivtitel hat. Ne? Ja, die Exklusivtitel sind natürlich cool, stimmt, aber so viele gibt es davon halt nun auch wieder nicht. Also, das stimmt. Nintendo, was gibt's denn da? Wir haben da diese Frau mit den Lederklamotten, wie heißt sie nochmal? Bayonetta. Ja, und halt die ganzen Nintendo-Titel. Genau. Mario Kart. Zombie U. Okay. Ja, aber Zombie U ist ja jetzt zum Beispiel auf der normalen Konsole erhältlich. Ja, und auf PC, das stimmt. Schade. Nur auf PC, nicht auf anderen Konsolen. Nee, auch auf den Konsolen. Das war jetzt ein PlayStation Plus. Du bist wieder Glurak? Das ist das Monatsspiel, glaube ich, diesen Monat. Und ich bin irgendwie so als nur Zombie, ohne das Spiel. Alter, Krachenkampf. Und das ist halt schade. Deswegen hoffe ich, dass die NX, weil die hoffentlich ein bisschen interessanter wird als die Wii U, dann abwärtskompatibel ist für Wii U-Spiele. Das würde mich sehr freuen, weil ich habe Nintendo ja gerne. Einiges nachholen. Ja, das muss man denen auch echt als schöne Sache. Monster Hunter sagt kann so. Das ist natürlich, da kann ich auch mitspielen. Monster Hunter ist ganz gut, aber nicht wenn man sehr viel Zeit hat. Das hier? Ist nicht Wii U, okay. Das stimmt. Gab es dann HD-Remake von Monster Hunter? Nee, ich glaube, es gab aber definitiv ein Monster Hunter und das gibt es natürlich auf PlayStation und auf Xbox nicht hierzulande.
Und es gibt Xenoblade Chronicles, was auch eine ziemlich exklusive Geschichte ist. Aber da musst du natürlich, da muss dein Tag dann irgendwie 72 Stunden haben, um das irgendwie einzubauen. Wie hole ich Eboli? Mit links? Ich glaube mit links. Probieren wir einfach beide. Ja, weil Monster Hunter ja leider nur aktuell komplett 3DS-exklusiv ist. Was ich halt schade finde, weil ich finde, das Spiel hat halt Potenzial für ein sehr hübsches, sehr aufwendig gemachtes AAA-Spiel. Aber irgendwie bringen sie es halt nicht mehr auf die großen Konsolen oder halt auf die leistungsstarken Handhelds. Also ich vertrete ja immer noch die Meinung, die PS Vita wäre nicht gestorben, wenn Sony sich die Rechte an Monster Hunter gekauft hätte. Splatoon gibt's ja auch noch. Du hast noch 1, 2, 3 Hero Points. Ja, mach noch den zweiten. Aber ich werde jetzt motiviert. Von? Ja, von der einen Dame hier. Welche Dame denn? Ja, ich habe gerade verloren, deswegen habe ich jetzt ein Helfer-Pokémon. Ach, süß. Aber ich kann es trotzdem nicht. Ja, diese ganze Geschichte mit der Wii U, ne, die ist natürlich auch jetzt schon echt steinreich. Was ist denn für ein Platsch, Alter? Hättest du auch Carpador rufen können. Oder, nee, hier, Hornliu am besten. Stimmt, Hornliu. Oder, nee, wie heißt denn der? Safkorn, wollte ich sagen, nicht Hornliu. Sehr gut. Alvin hat recht. Schön den Herz da einmal. Ja. Jetzt war ich aber gerade unkonzentriert. Was war da denn los? Das ist vorteilhaft für mich. Oh, es geht ab. Wurf. Oh, ich fall gerade um noch, ich brauche noch einen Moment. Ja. Oh, habt ihr das gesehen? So 1-1 zu 4, jetzt geht's um die Wurst. Wer jetzt gewinnt? Oh, es wird spannend. Wer jetzt gewinnt, der. Oh. Beides Krafttypen. Ja, das merkt man auch echt. Mega. Helferleise von Siri. Ist viel ausgeglichener. Ach ja, Mario Maker haben wir natürlich vergessen. Ja, stimmt. Ja, es gibt halt diese 10, 15 Titel. Wenn man darauf steht, auf diese Nintendo, genauso wie dieses Toad, dieses Treasure Hunter, genau. Nee, sowas. Treasure Hunter war, glaube ich, was anderes. Ja, ich meine auch. Aber so ähnlich heißt es. Ja, was meine ich denn? Ja, ihr wisst, dieses Schatzsucherspiel, ne? Mhm. Schade, ich fand das ganz gut, die Idee, dass du halt, selbst wenn du auf Klo musst, das Ding trotzdem mitnehmen kannst. Ja. Weil hast das es mal stört gemacht? Mich in meinem Leben immer. Ja, natürlich. Also ich habe die Wii Yuma ausgeliehen bekommen zum Testen, aber ich wollte die direkt wieder haben, sodass ich da eigentlich nur. Also war dann auch nicht traurig so, weil da anfangs gab es eh nicht viel. Aber ich gebe zu, ich bin großer Konsolenfan und kaufe mir die Dinge immer gerne, aber irgendwie die Wii U ist da leider noch nicht bei mir in den Schrank gelandet. Sehr gut, hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Sophia ist Erste. Sehr schön, Dankeschön, Sophia. Sehr gut. Ja, das stimmt. Als man am Anfang Zombie U, das war cool. Das haben wir auch schon gesagt. Ja. Genau, als er das Ding rausgeholt hat aus dem Rucksack, dieses Menü, und hast du es hier gesehen und nicht mehr auf dem. Das war schon cool. Ja, ne? Ey, dieses Zombie U, das war doch das, wo der eine Zombie spawnen muss und der andere die bekämpfen muss oder so. War das nicht das? Nee. Das war Einzelspieler. Na gut. Da wirst du immer wieder gerespawnt, selbst wenn du gefressen wirst. Echt? Halt im letzten Checkpoint. Weil Bell und ich hatten damals eins gespielt, wo einer spawnen musste und der andere musste verteidigen, also Points, also so Checkpoints verteidigen. Das war eigentlich ganz lustig. Es gibt natürlich auch so WiiWare-Titel. So WiiWare-Titel gibt es natürlich auch zum Download. Ja, stimmt. Wenn man sich die alten Spiele aus den 80ern nochmal kaufen kann, das finde ich auch immer super. Ja, es gibt dann doch sehr viele Pro-Argumente, muss man sagen. Klar. Achso. Es gibt einen Story-Modus. Kann man Wii-Spiele auf der Wii U spielen, fragt PTT. Und ich glaube ja, ne? Ich glaub, die haben ja sogar extra, hat die Wii eine U nicht sogar. Nee, das war die alte GameCube Wii. Nicht mehr. Nicht mehr, ne? Keine Ding. Aber du kannst Wii U, Wii-Spiele spielen, ja. Genau. Nehmen wir den hier. Ich glaube, Zombie U hatte doch einen Multiplayer, sagt Killstriker gerade. Irgendwas war da, ja. Vielleicht hast du recht, Sophia, ich weiß es nicht mehr. Ja, Zombie U war einfach komplett auf die Konsole ausgelegt, sagt Secret Key. Ja. Und das haben sie, ja, das haben sie toll gemacht, ne, die ganzen Features. Hier ist jetzt eigentlich von diesen speziellen Wii U-Features nicht viel zu spüren, oder? Außer, dass du jetzt darauf gucken musst, was nicht unbedingt ein Vorteil was ist, da man natürlich gerne einen großen Bildschirm hat anstelle von diesem Telefon. Ja. Oder? Ist nee, stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist das Problem mit dem Phasenwechsel, dass die Kamera halt nur hinter einer Schulter sein kann. Die hätten es halt direkt 2D machen sollen. Hm. Und damit hätten sie das Problem gar nicht erst gehabt. Das stimmt. Weil ich finde, das merkt man auch gar nicht. Dieses Phasenwechsel geht halt super schnell, so, ne? Ja. So wie jetzt. So, nee. Aber jetzt, das ist halt, dass die Phase gewechselt ist, merke ich halt überhaupt nicht. Das ist mir vorhin ja auch nicht aufgefallen. Ui.
Ja, das war. Da hier, der blaue schlägt. Der gelbe Bär. Der macht schwarze Wolken. Jetzt blitzt alles. Was muss ich machen? Ja, und Feuerball in blau. Da kommt ein Hund. Achtung, er ist wieder weg. Oh, oh, scheiße, Frosch. Oh, es blitzt wieder alles, alles leuchtet. Oh, und dann, und er hat sich irgendwie einen Stock raus. Nein. Und dann macht er Swoosh. No. Oh, yes, ist großartig. Da hast du ihn echt abgezogen. Oh, das war ja spannend gerade. Okay. Was? Hast du nicht so gemacht? Habe ich extra so laut gelacht? Aber, aus. Ich habe hier ein Haar von Sophia noch auf der Tastatur. Bin ich jetzt fünfmal so laut? Oh, fuck. Ich warte mit der Frage mal, bis ihr euch. Ihr seid gerade sehr konzentriert. Ja. Wenn Gino da in sein Tablet schaut. Ja. Ach, ich kämpfe gegen Gino. Guck mal, Wrestling Pikachu. Guck dir das mal an. Oh nein. Oh, der Alter, shit, Wrestling Pikachu, ey. Nein, jetzt macht er sein. Ah, shit, daneben! Ja, verdammte Axt! Okay, jetzt hast du mich. Mighty Bone sagt, Nintendo hat wenigstens Balls und tried neue Konzepte. Geiler Typ. Ja, er hat ja recht, aber seine Wortwahl ist wunderschön. So wie gestern habt ihr hier Dingsbums gesehen, diese tolle neue ProSieben-Show mit dieser, ich will jetzt nicht unfreundlich sein, aber Studio mit Armani, Glas? Genau. Ja. Die auch, ey, Alter, wie gehst du denn hier auf Insta ab, Mann? Was? Gestern lief eine neue Show mit irgendeiner Bratzbirne, die sie hat irgendeiner anderen Typen interviewt und das sollte irgendwie die heiße neue Show sein und das war ein neuer Tiefpunkt der Fernsehhistorie. Das, ja, aber der ist doch schon müssen. Seit ein paar Wochen der neue. Armani oder wer? Nein, ja, Studio Armani, aber es reimt sich. Heißt Studio Armani? Studio Armani heißt Song drüber schreiben. Ja. Sami Slimani im Studio, Mann. Fuck. Oh, bitte nicht daneben! Verdammte Axt! Nee, du hast mich getroffen, glaube ich. Ja. Ja. Oh, okay. Ey, wieso wird eigentlich in letzter Zeit so wenig gegen Sami Slimani gebasht? Der macht doch nichts mehr, oder? Macht das? Ist Hopfen und Malz verloren. Nee, der ist doch. Böhmermann und Früchtlinge und niemand basht mehr gegen kleine YouTuber. Also irgendwie stimmt hier doch. Kleine YouTuber, ja. Der arme kleine YouTuber, Herr Salami. Boah, da hast du mich jetzt richtig gut weggefistet. Ja, aber das ist auch wirklich so, wenn du halt in einer Attackenkombo drin bist, du hast echt kaum Chance, da wieder rauszukommen. Das ist wie das Juggeln bei Tekken im Endeffekt. Ja. Also, wenn du es einmal den Gegner oben hältst und dann immer wieder, dann hast du die Hälfte oder schon. Oder wie das auf den Kopf schlagen. Da gibt's so, manche, jetzt wenn du Sophia den... Dennis. Achso, ich echt? Dennis? Ja. Na gut. Doch, toll. Probiert mal Pokémon aus, die wir noch genau, nicht hatten. Genau, ich wollte gerade sagen. Aber sag mal ganz kurz, also jetzt ganz neutral gesagt, es sieht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen aus wie so ein Spiel für 5- bis 6-Jährige. Ist das wahrscheinlich nicht so? Man muss das miterlebt haben, oder? Also, dass man, wenn man die alle kennt und früher gesehen hat, ist das denn spannender? Oder ist das wirklich ein Spiel für 5- bis 6-Jährige? Sag's mal bitte. Ich glaube, es ist tatsächlich am spannendsten für Leute, die es halt seitdem vielleicht verfolgt haben, was wahrscheinlich eher die wenigsten sind, aber dann doch eher für eine etwas jüngere Zielgruppe, weil du halt die alten Pokémon auch in den neuen Generationen halt trotzdem mitbekommst und trotzdem sehr präsent mitbekommst. Also jetzt so ein Glurak oder so kennen auch halt Leute, die letzten Spiele gespielt haben, weil die werden halt immer mitgenommen, mitgetragen und auch dementsprechend präsentiert oder halt in der Serie oder in den Filmen halt eben auch gezeigt. Von daher ist es für die, glaube ich, am spannendsten, weil sie halt eben auch die Neuen kennen. Weil wir kennen zwar die Alten, Gino und ich, so vielleicht noch die ersten beiden Generationen, vielleicht die dritte wenigstens vom Sehen, ja. Aber dann hört es halt auf und der Cast der Pokémon, das sind halt, also das kenne ich zum Beispiel noch, das war glaube ich aus der zweiten Generation. Bist du das, Dennis? Das sieht voll komisch aus, was du da bist. Ja, ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, Alter. Zieh dir, ich meine, was ist das denn da? Ein Hund mit lila Haaren? So eine Mischung wie aus Lady Gaga und La Fee oder ja, so. Ja, ne? Oh, töte mich. Will mal was auf. Töte mich. Ja. Ja. Oh, ich glaube auch für die Leute, die halt tatsächlich noch aktiv diese Pokémon, Handheld-Pokémon spielen, Phasenwechsel. Bock haben, auch was anderes, was du schon sagst, und so in einem anderen Setting, für die ist es halt, glaube ich, tatsächlich dann am spannendsten. Ja, man sieht, das werden auf jeden Fall die Fans angesprochen. Ich finde das in 3D halt auch schon geil. Es wäre cool, wenn es mehr Features gäbe und wenn das Kampfsystem noch ein bisschen Combo. Cool, Sorry.
Habe ich dich gerade mit meinen Hinterbeinen weggebounced? Oh, voll weggebounced. Oh. Derbe, ne? Guck mal, jetzt kommt Froggy McFroxen. Also das Kampfsystem ist tatsächlich, also was ich jetzt schon auch so, tatsächlich, wenn man sich einarbeitet, ist tatsächlich komplexer, als man das am Anfang annehmen mag. Mhm. Ja, das ist häufig so, ne? Mhm. Ist wirklich so. Oppa, boppa, boppa. Nein! Das ist ein bisschen komplexer tatsächlich als Smash Brothers vom Kampf. Bei mir steht ja, Smash Bros. Ich glaube, ich habe ja, Sophia hat gewonnen übrigens. Ist, oh ja. Mit ein schönes Tierchen. Ja. Guck mal, die sieht ein bisschen aus wie Annabelle, wenn sie rote Haare hätte, oder? Wer denn? Diese Figur da gerade. Ich dachte Evoli. Achso, nee, nicht die. Wie meinen von beiden aus? Achso, sorry. Du kannst sie auch aktivieren, ne, mit dem hier. Ja. Das mache ich aber nur, wenn ich in Bedrängnis komme. Okay, ja, okay. Oh shit. Weißt du, woran mich der erinnert hier rechts, Alvin? Das sieht aus wie Sith von Dark Souls. Ich finde das cool, dass ich mit meinen Vorderpfoten und mit meinen Hinterpfoten schlagen den, kann. Was du spielst? Boah, nee, dieser Hund da, der blaue mit den lila Haaren. Ich bräuchte nur ein Schwert ins Maul und dann... Ach, Sith! Ach, jetzt so sagst. Ja, weil er vier Beine hat, ne? Ja. Nee, weil es halt ein verdammter Hund ist, der kämpfen kann. Mit einer langen Mähne. Ja, aber so eine lange Mähne hatte Sith nie. Er war ja ein normaler easy. Wolf mit ein bisschen flauschigerem Haar. Ja. GG easy. GG easy. Ach, ist schon vorbei, oder was? Also, nee, 1-1. Wie 1-1? Ja, ich hab doch voll abgewonnen gerade. Jetzt eben. Achso. Ja, normal. Ich dachte, ich hätte ja, ich habe am Ende mein Item mit getriggert, bin dann bestmäßig, habe ich den Reverse Strike gestartet und dann habe ich noch derbe abge... Guck mal, die sieht schon, Gino, ich glaube, du hast jetzt gerade echt was Falsches gesagt. Die, weil du Smash Brothers unter dieses Spiel gestellt hast. Das oh mein war, Gott. Ich sag nichts mehr. Ich liebe Smash Brothers. Ich bin eines der größten Fans von Smash Brothers tatsächlich. Aber vom Kampfsystem her. Ja, weiß nicht. Ich würde sagen, Smash Brothers kann's doch nicht vergleichen. Ist schneller, ist einsteigerfreundlicher, weil du halt schneller weißt, okay, diese Taste macht jenes. Aber sag mal, hat man hier auch in der Redaktion schon mehrere Runden Smash Bros. Gehabt. Nein, jemand ja. Oder Felix, die es halt wirklich drauf haben, also da sieht man kein Land. Bam! Ja. Was machst du da? Wie hast du den Block gemacht? Superblock! Grab! Jump! Verdammt! Drüber gesprungen! Bam! Laserstrahl! Ja, auf Dennis! Nein, warum? Ich verklopp dich in der Luft! Grab! Bam! Wirbelsturm! Jetzt hat sie dich. Phasenwechsel! Wow! Helferleiste voll! Ich yeah! Helferleiste voll! Ich drück L! Bam! Ich drück L! Ich drück alles! Guck doch, ich drück! Ich bin ratlos so ein bisschen. Bam! Ich weiß überhaupt nicht, was abgeht. Ja, ne? Nee. Ich bin richtig verwirrt durch den Kampfgeschrei. Nein! Hör auf mit deinem Blütenstaub da! Ja, Mann! Blütenstaub for the win! Schultertasten gleichzeitig drücken! Schultertasten gleichzeitig! Ah, Schultertasten gleichzeitig! Oh, scheiße, dein kleiner Teddybär! Regenbogenfarben, Bitch! Was ging denn da gerade? Ey, das war ja nicht übel. Alter, ja, ich weiß, wie es geht. Muss hier mal die beiden Buttons drücken, so gleichzeitig. Es geht weiter. Es geht weiter? Wieso geht's denn nochmal weiter? Du wirst die erste Runde, weil du noch nicht genug hast. Bam! Du Fucker. Ja, komm her! Kannst du nicht. Upp, da springt sie! Ich hab jetzt Angst. Oh, fuck. Geht's noch? Zack. Denk daran, einmal ist ein Knopf Fernangriff, der andere Knopf ist, da lauf ich zum Gegner hin. Ich drücke alle! Falls hier irgendwie. Phasenwechsel! Oh shit, der Frosch! Ist deiner. Das ist meiner! Oh, jetzt geht's. Oh, da heult sie. Mega-Attacke. Oh, Mega-Attacke! Block, Alter, nichts, okay. Nichts, ganz locker. Bam, boom, bam, bam. Oh shit. Ah. So, das wird's mal geklärt haben. Ja, ich. Nee, noch ist nichts geklärt. Wir beide sind auch toll. So. Helferleistung. Jetzt ist tatsächlich hier. Resonanz um 30 gestiegen. Ja, guckst du, ne? Bei dir. Weiß nicht mal, was das ist. Resonanz ist. wenn die voll ist, dann kann man einen von den beiden da beschwören. Aha. Das heißt, du beschwörst gleich dein Tierchen. Boah, gekontert. Schön weggekontert. das will jemand eskalieren.
auf zu blocken! Hör selber auf zu blocken. Du kannst werfen. Wenn ihr blockt, dann könnt ihr das mit genauso übertacken. Ja, ich werf dich. Siehst du? Genau. Kann einen Block quasi abwehren. Mein Spezial. Beim Q&A wurde scheinbar gerade versprochen, dass nicht mehr ins Mic geschrien wird. Oh. Das haben wir das nicht geguckt. Das kann man doch gar nicht versprochen. Das wurde noch nicht ans Team, oder? Kommuniziert. Kann man das versprechen? Weiß ich nicht. Wenn man so in Rage ist und dann irgendwie sich freut. Ich mag das. Komm her, du Baum. Zack, wirbelst du. Wirbelpups, geh weg. So, und du. Piu. Ich hol die rosa Dinger. Bam, Luftballon. Woo. Luftballon, oh, Fatality, Alter. Du hast ja mal Fernangriff fertig gemacht. Ja, erst Mann, Regenbogenfarben, jetzt Luftballon. Ja, total, Mann. Zieh dir das rein. So, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Kann ich hier irgendwie erklären, so ein paar kleine Kniffe oder wie so? Wie hast du denn Bescheid, den vorletzten Move gemacht, sag mal? Hier, die Taste so. Hm. Ja. So, mit dem Finger so. Drauf gedrückt? Ja. Krass, okay. Geht auch nur mit dem Finger dann? Nee, das kommt drauf an, je nachdem, welche Stärke du wählst, wählst du den Finger. Okay. Okay. Bin ich jetzt süß? Wie muss ich jetzt wieder? Ja, ihr habt jetzt einfach direkt den nächsten Kampf gemacht ohne Neuauswahl, aber okay. Okay. Das haben wir vorhin, glaube ich, auch gemacht. Ich möchte jetzt auch gegen Dennis machen. Ich würde aber gerne wieder meinen, die grüne mit dem Splitter an der Brust. Bitte? Ja, ich habe doch hier so einen. Naja. Ich hatte mal einen Unfall damals. Kennt ihr noch von MTV The Head? Der hatte auch einen Rasenmäher im Kopf. Hoppa! Kennt ihr nicht, ne? Ne, schade. Nee. Okay, gut. Gut, gut, gut. Oh, voll abge. Ich kämpfe gegen Gino, ne? Ja. Ja, Gino, das ist immer ein Cheater. Guck mal, ich mach wieder Wirbelsturm. Du und der Wirbelsturm? Ja, Mann. Gut. Beste Buddies. So, Fernattacke. Der springt da, kommt von der Seite. Und dann Buffy. Bam. So geht das. Oh, Gino. Gino, komm. Komm, Gino, du schön weggewirbelt hier. Los. So. Los. Go, 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 go. Oh, gegen Gino macht keinen Spaß. So, hier, zack. Nein, nein, Alter. Nein. Oh. So. Gleich am Limit hier, jetzt zieh dir das rein, jetzt geht's ab. Nicht dehydrieren, jetzt war ich ganz aufgeregt. Aber es gibt kein Turniersystem in dem Spiel, oder? Oh, Alter! Ach schon, da kommt mein Frosch! Oh, der Frosch, ey, Bitch! Boom! Oh, fuck you! Oh, Gino, das war geil! Mach noch mal! Alter, Gino! Gino, go! Ich hab mich geblockt am Ende. Ja, hab ich gemerkt. Aber ja, da hab ich dich geworfen nochmal. Ja, ne? Weil Block kann man mit Wurf. Mensch. So, jetzt hier. Boah, war das spannend. Ja, der Frosch ist einfach der Beste. Frosch ist der Beste. Der hat dir aber auch nichts gebracht, Dennis. Oh! Wie jetzt? Hier, Bitch. Ja, wozu hast du. Alter Schwede. Du kannst Mega-Evolution. Mega-Evolution! Ja. Wie geht das? Die beiden Schultertasten. Hab ich. Gleichzeitig? Oh, Dennis, Alter. Alter, jetzt geht's ab, Mega Evolution, zieh dir das rein. Scheiße, mein Nice ist voll. Und nochmal die beiden Schultertasten. Nochmal. Hau ab. Nein, ich bin nicht ausge. Oh, ja, doch, Fucker. Bin ich. Scheiße, ich hab aber keine Energie mehr. Das ist eng, Digga. Sag mal, in der Luft kann man nicht blocken, ne? Nur am Boden. Ja, ich glaube schon. Hör auf mich zu grabben, du Schmutzfink. Ich grab dich so viel ich will. Macht man nicht! Oh. Bam! Oh, was ist das denn? Alter, wir haben es geschafft. Keine Ahnung. Ja, guck mal, er hat Kristalle da als Krone jetzt. Waren ja die eben auch schon, ne? Siehst du, ja, was da steht? Wir waren schon voll da. Sieg! 2-2 steht da. Nein, 2-2 generell. Achso, ja, dann. Mach mal Kampf beenden. Mach mal okay. Pokémon für nächste Kampf wechseln. Das ist die einzig logische Konsequenz. Yeah, wir haben gespielt. Gut, ja, was passiert denn jetzt noch so? Also ich meine, spielen wir gleich weiter? Na, Klärchen. Können wir machen, ja. Ja, Derbel. Aber ich glaube, die Regie machen? Hat gerade gesagt, wir müssten eine kleine Werbung machen. Werbung, ja. Achso. Wir machen ja, okay. Nach der Werbung und machen weiter. Okay, und danach gibt es den Vote, wie viele Leute schon epileptische Anfälle haben. Dafür ist Pokémon ja bekannt, ne? Und, falls die Leute uns da draußen noch hören können. Ja, das stimmt. Und nicht vor Krämpfen auf dem Boden liegen und mit Schaum vom Mund ja. vergehen. Na gut, bis gleich, ne?